Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie und Welt 4 Bubble Gloop Swamp. Wir sind dabei, den Sumpf abzuschließen. Ich bin hier sehr erfolgreich im letzten Part gewesen und muss auch ehrlich sagen, dass ich die Welt bislang gar nicht so schwierig finde. Aber das kann auch daran liegen, dass sie so zugänglich ist und mir das so ein bisschen in die Karten spielt. Das war bei Welt 3 ja doch ein bisschen anders, ne? Da musste man sehr viel mit Clanker zusammenarbeiten und wenn man... Aua! Das war so nicht geplant. Und wenn man das mit Clanker nicht begreift oder irgendwas vergisst, dann kommt man halt an zigtausend Puzzleteile nicht ran. Aber hier ist alles so ein bisschen eingeteilt und das spielt mir durchaus in die Karten. Wo ist der Kroko jetzt hin? Zurück zur Schildkröte? Ich fand, es sah nach Schildkröte aus. Okay, dann gehen wir da gleich mal vorbei und checken das ab. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich erstmal hier dieses Gebiet gemacht und dann die Schildkröte. Aber gut, ist ja halb so wild. Noten haben wir auch schon sehr viele. Und hier ist der vorletzte Jinjo. Manchmal muss ich ein bisschen nachdenken bei den Namen, ja, aber ich bin grundsätzlich schon sehr vertieft in das Spiel. Vielleicht bin ich auch deswegen so gut. Das kann sein. Naja, auf jeden Fall müssen wir noch diese Noten hier holen, aber die kann ich nur bekommen, wenn ich die Gummistiefel anhabe. Und ich hätte auch ganz gerne diese goldenen Federn, denn im Kampf gegen diese Kampffrösche habe ich einige goldene Federn verbraucht. Und warum wackelt das Wasser so? Habt ihr es gesehen? Das glitscht voll rum. Lol. Ich könnte jetzt auch hier hinfliegen. Soll ich das machen? Oh nein, könnte ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ah, verdammt. Das sah so nah aus. Ist es aber wohl nicht. Okay. Da habe ich Kazooies Fähigkeiten überschätzt. Bottles hätte diesen Fehler nie getan, aber ich schon. Na gut. Was es mit dem Kroko auf sich hat, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir werden es noch rausfinden, Freunde. Und irgendwie finde ich, dass das Wasser hier jetzt die ganze Zeit rumglitscht. Was ist denn da jetzt los? Es wackelt alles so hässlich. Seltsam. Das Problem hatte ich im letzten Part nicht, oder? Also wenn, ist es mir nicht aufgefallen. Sehr, sehr komisch das Ganze. Und ja, der goldene Kroko ist da. Und warum verändere ich die Kamera nicht in Lappen? Ich wäre fast wieder in den Sumpf reingefallen. Und diesmal wirst du mich nicht verletzen, du elendige Libelle. Hey, kann es sein, dass der... Ja, genau. Sein Maul macht da immer schneller auf und zu. Jetzt muss das Timing schon sehr perfekt sein, um dann letztlich das Puzzleteil in Händen halten zu können. Es ist die Nummer 7. Noch 3 Stück. Dann haben wir Welt... Autsch! Naja. Welt 4 abgehakt. So, wo könnten die letzten Puzzleteile sein? Also, eigentlich müssten alle drei beim Kroko sein. Also eins bekomme ich ja durch den letzten Jinjo. Bei dem weiß ich, wo er ist, aber ich weiß nicht, wie ich rankomme. Das ist das Problem. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht geblickt. Aber kümmern wir uns als letztes um den Jinjo, okay? Machen wir das mal so ab. Und wir gehen jetzt hier lang. Ich werde mich auch mal kurz heilen. So. Sehr gut. Oh, da ist ein Gegner. Heieiei. Und die sind wirklich fies. Was ist das? Ey, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Mann! Wie aufdringlich. Was ist denn hier los? Kommt jetzt so eine Art Labyrinth auf mich zu? Sieht fast so aus. Und ich muss mich beeilen. Eieiei. Sehr, sehr, sehr schnell muss ich hier durch. Und ich darf auch keine Noten übersehen. Ja, stimmt. Wir sollten eigentlich so langsam auf die 100 zukommen. Weil das ist der letzte Ort, den ich noch nicht zu 100% untersucht habe. Aber es sieht nicht so aus, als seien hier noch viele Noten zu holen. Verflixt. Ja. Wenn man ans Ende einer Welt kommt, dann kommen die Wahrheiten ans Licht. Was hat man übersehen? Was hat man gut gemacht? Das war knapp.
Moment mal, hier gibt es ein Puzzleteil, aber es geht noch weiter. Okay. Ja, dann holen wir uns das jetzt erstmal. Oh, Zeitlimit. Ein enger Pfad, aber alles in allem eigentlich kein Problem, weil man ein bisschen, ja, nüchtern zu Werke geht. Dann kann da nichts passieren. So, aber was zum Henker ist jetzt hier noch zu holen? Etwa ein weiteres Puzzleteil? Das wäre gut, weil dann wüsste ich wenigstens, wo sie alle sind. Na, Jinjo ist ja klar, aber was ist das? Ein Mumbo-Schädel? Oh, apropos Mumbo, da ist Mumbo höchst persönlich. Und ein... Ja komm, was konnte ich da jetzt machen? Ich habe mich gerade zurückverwandelt und die Libelle darf mich angreifen. Ich konnte mich ja nicht bewegen. Wie unfair. Das ist schon echt fies. Also hier ist eine goldene Feder und ein Mumbo-Schädel, den ich Gott sei Dank gesehen habe. Heilige Scheiße, weil von alleine darauf zu kommen, ja, ist schwierig. Ich glaube, ich hätte sogar hinten nachgeguckt, weil ich kenne die Rare-Spiele, ja. Aber, ja. Weißt du, das ist... Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Genau, ich wollte mir den da hier holen, weil ich den nämlich gesehen habe. Bevor ich abchecken wollte, ob hier oben was ist. Ja gut, hier nur so scheiß Federn. Nein, warte. Ist das das, was ich denke? Ja, ist es. Es ist eine leere Honigwabe. Und damit hätten wir beide dieser Welt, also zumindest wenn es wieder zwei sind, und davon gehe ich ja aus, war bei den anderen Welten auch so. Und ich muss sagen, die leeren Honigwaben, die waren eigentlich relativ einfach in dieser Welt zu finden. Da gab es diesmal keine Probleme. Ganz anders in Welt 2, ja, da war schon was ganz anderes. Und es kommt wieder eine Mumbo-Verwandlung. Auch das ist sehr überraschend. Aber andererseits erklärt das einiges. Wir sind jetzt ein Krokodil. Du, warten, ich brauche eine neue Handtasche von Gucci. Mumbo, nur machen, kleinen Spaß. Ja, sehr witzig. Er will aus uns eine Handtasche anfertigen, für diejenigen, die es nicht verstanden haben. Aber da bin ich dagegen. So, ich weiß jetzt zwar nicht, warum ich ein Kroko bin. Wobei doch, ich weiß es schon. Als Kroko komme ich wahrscheinlich in dieses Kroko hier rein. Und jetzt macht das Sinn. Jetzt bin ich nämlich verdammt klein. Und so komme ich an die ganzen Items ran, die ich vorhin mit den Gummistiefeln nicht einsammeln konnte. Ja, da haben wir gerätselt, was muss man machen? Muss man den Sumpf irgendwie absaugen oder was auch immer? Das alles war Quatsch. Na gut, sich in ein Krokodil zu verwandeln war jetzt auch nicht die ersichtlichste Variante, aber das ist auf jeden Fall die Lösung. Nur was mache ich, wenn mich diese Piranhas angreifen? Kann ich die dann töten? Ne, die kommen ja gar nicht. Ne, die kommen nicht. Ja, cool. Optimal. So ist es natürlich wirklich am besten. Und hier gibt es gleich zwei Mumbo-Schädel. Krass. Richtig krass. Und der letzte Jinjo. Puzzleteil Nummer 9. Yeah. Ich check kurz ab, ob ich auch wirklich alles habe. Da noch eine goldene Feder. Genau. Wunderbar. Läuft. Ich denke, das war's. Jetzt können wir versuchen, das letzte Puzzleteil aufzuspüren. Das kann ja eigentlich bloß bei dem Krokodil sein. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist offensichtlich. Aber bei den Noten mache ich mir ein paar Sorgen. Andererseits, es sind nur 11. Nur 11. Und die könnten alle hier beim Kroko sein. Ich habe schon gesehen, da an den Seiten kann man eventuell rein, oder? Ja. Sehr gut. Und da haben wir ein paar Noten. Das war's schon? Nein, warte. Na, komm her. Der nächste Mumbo-Schädel. So. Ich glaube, da geht's wieder raus. Und hier geht's um das Puzzleteil, oder wie? Was ist das denn? Warte, ich will nicht...
Hallo, ich bin Mr. Wild, das coolste Krokodil aller Zeiten. Spiele mein Spiel und gewinne einen Preis, Mann. Drücke A, um zu spielen, und dir B, wenn du die Hosen voll hast. Ja, ich drück erstmal B, weil, seht ihr das da hinten? Da ist ein Move, den wir noch nicht haben. Kann es sein, dass wir dieses Puzzleteil noch gar nicht bekommen können? Weil umsonst ist doch die Fähigkeit da nicht. Das wäre ja total doof. Dann kann ich die Welt nicht abschließen. Naja, komm. Probieren geht über Studieren. Ich will spielen. Was muss ich denn machen? Komm, laber mich nicht zu. Das Spiel ist einfach. Futtere mehr rote Jumblies als ich. Fertig. 3, 2, 1 und los. Wie ist das zu verstehen? Ah, okay. Ach so, man muss B drücken. Ja, verdammt. Ich bin jetzt einfach über den drüber gelaufen, aber das war nicht ausreichend. Ja gut, erinnert mich so ein bisschen an Biber Butzemann. Ein grausames Minispiel aus DK64. Nur, dass das hier bei weitem einfacher ist. Oder? Naja, andererseits, es steht 15 zu 10. Also ich dachte eigentlich, ich würde viel deutlicher führen, tue ich aber nicht. Der Typ ist ein ordentlicher Gegner. Und noch 25 Sekunden, ich kann durchaus verlieren. Leider sehe ich halt auch nicht, wo die ganzen Viecher spawnen, ne? Und er weiß das sehr wohl. Aber wir können ja auch versuchen, ihm die Viecher so vor der Nase wegzufressen. Dann wird er nie im Leben hinterherkommen. Außerdem ist er schneller als wir. Verdammt, der holt echt auf. Es wird nochmal spannend. Die letzten Sekunden. 32 zu 29. Eieiei. Das war echt knapp. Ah, du hast gewonnen. Jetzt legen wir einen Zahn zu. Was? Futtere die roten Jumblies und meide die gelben Grumblies. Fertig? Oh no. Das war's noch nicht. Warte, die roten soll ich fressen. Okay. Die gelben nicht. Ja, der ist verloren. Ich muss jetzt natürlich andere Wege gehen. Ah, dammit, nein. Na komm, wo sind roten? Rote. Oh, ist doch unfair. Alle spawnen bei ihm. Er führt. Ich glaube, ich spinne. Na komm her. Hier sind nur gelbe. Hier sind nur gelbe. Ja, was kann ich denn dafür? Das ist doch Betrug. Alter, ich muss aufholen, ich muss aufholen. Ja genau, fress ihm alle weg, fress ihm alle weg. Super. Oh, wird das knapp. Da vorne, da vorne. Hier sind alle. Komm, 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 komm. Und den auch noch. Ja, das war wichtig, das war wichtig. Das ist aber trotzdem nur der Ausgleich. Er führt schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch wirklich nicht. Wow. Um einen! Alter! Puh, Anfängerglück. Jetzt gehen wir in die letzte Runde. Bist du irre? Schnapp dir nur, was oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Fertig? Ey, der ist doch gestört! Verdammt! Das habe ich doch jetzt auch nur ganz knapp gewonnen. Ach so, ist das gemeint. Okay, jetzt nur die roten und das wechselt dann wahrscheinlich. Also mal rot, mal gelb. Na, klasse. Ja, hier sind keine roten. Okay. Ah, verdammt ist der schnell. Das ist total unfair. Yes, ich hab ihn. Ja. Ah. Rot, rot. Noch mehr rote, please. Noch mehr. Ah. Nein. Jetzt habe ich mich voll abzocken lassen. Aber er konnte es nicht so gut nutzen. Obwohl. Doch, konnte er. Ja, ich habe noch das Beste aus der Situation gemacht, meiner Meinung nach. Ich kann auch gar nicht wirklich auf den Punktestand schauen, weil ich hier höchst angespannt bin, aber ich weiß, es ist sehr knapp. Okay, gelbe, gelbe. Komm, hol dir die alle, Junge. Fuck, der ist weg. Hier hinten war doch noch einer, wo ist der hin? Scheiße. Jetzt sag mir nicht, dass ich das nochmal machen muss, alles. Der wunderbare Mr. Wild hat gewonnen. Jetzt geht es dir an den Kragen, Kleiner.
Was? Nein. Was soll das? Ich konnte mich nicht... Ich konnte nicht flüchten. Das ist doch Betrug. Der weiß immer genau, wo die Viecher spawnen und, ja. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal probieren soll, weil es ist eigentlich Quatsch. Man braucht bestimmt dieses Item hier. Oh, lass mich in Ruhe, Mann. Nein! Was? Okay. Er hat... Ey, warte! Es geht schon los! Er hat gesagt, wir spielen das letzte Spiel nochmal. Ja, gut. Dann probiere ich es nochmal. Weil wenn ich jetzt hätte alles nochmal machen müssen, dann sage ich euch ganz ehrlich, hätte ich keinen Bock gehabt. Aber ich lasse mich hier nicht verarschen. Ach, ich krieg wieder nichts zu fassen. Das ist doch dumm. Wie kann der schon 7 haben? Ja, super. Jetzt habe ich auch den falschen gefressen. Ja, ist vorbei. Aus, vorbei. Brauche ich eigentlich gar nicht weitermachen. Ja, toll. Und jetzt hauen sie auch noch alle ab von mir. Das gibt's doch nicht. Das ist doch Betrug. Schaut euch das an. Ja. Aber jetzt ist er nicht so schnell. Warum ist er jetzt nicht so schnell? Ja, und wieder sind alle nur bei ihm. Ich warte darauf, dass hier mal welche spawnen, aber nö. Haben sie keinen Bock. Ja, wieder verkackt. Aber ich habe mir auch ehrlich gesagt jetzt keine Mühe gegeben. Aber hätte man es sogar schaffen können. Seltsam. Ja, komm dann. Hör halt mal auf, mich ständig zu verletzen, verdammt. Ich verliere immer 2 Leben. Ich muss es jetzt also langsam mal schaffen. Hallo. Jetzt so. Ja, komm, nerv nicht. Dritter Versuch. Und jetzt pack mal's, jetzt pack mal's. Zeig ich euch. Der geht voll ab. Hätte ich vorhin nicht den falschen gefressen, dann hätte ich es geschafft. Weil das hat mir natürlich sofort die Motivation genommen, ist klar. Und hier am Anfang muss man übelst abgehen und ihm das ganze Zeug vor der Nase wegfressen, weil das ist halt verdammt wichtig und ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Das gibt es nicht. Ja, komm, verarschen kann ich mich alleine, ja? Ich hatte ihn schon im Mund und dann wechselt es. Okay, gelb. Ich hab die Lösung. Man muss immer mit ihm mitgehen eigentlich. Weil dann kann man ihm gegebenenfalls das Zeug wegfressen. Na gut, da steht trotzdem nur 12. 12, das gibt's doch nicht. Der Zoll ist hat er mich abgedrängt. Hier ist noch einer. Jetzt geht's eh zu gelb. Das zählt noch. Ja komm, gib mir gelbe, gelbe, gelbe. Nein. Nein. Ja, natürlich. Die anderen verschwinden, aber der nicht. Nein, das ist nicht fair. Und ich weiß auch gar nicht, ob man es schaffen kann. Ich glaube, das geht nicht. Aber ihr seht es ja selber. Warte, jetzt kann ich flüchten. Kriegt mich nicht. Haha. Was? Nein! Der kann da hoch! Verdammt! Noch ein Schlag und ich bin tot. Das ist euch klar, oder? Das ist meine letzte Chance. Fuck! Ja, wenn schon, denn schon. Jetzt, komm, jetzt gehen wir aufs Ganze. Letzte Chance. Ja, er geht sofort woanders hin, weil er erkannt hat, dass er hier oben keinen mehr zu fassen bekommen wird. Aber es sieht auch nicht so gut aus bei mir. Das ist meiner. Ich teile mich mal auf. Schnapp mir den, dann den, weil da muss er nämlich rumheulen. Und den. Ja, den hat er, okay. Oh, crap. Crap. Jetzt holt er auf. Aber ich glaube, der wird zunehmend schneller. Nein! Nicht den essen. Nicht den essen. Wo sind Rote verpflegst? Komm her. Okay, gelb, 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 gelb. Aber hier ist nur einer. Da ist noch einer. Gelb. Wo denn? Hab ich's? Ja! Ich hab's. Oh mein Gott. Das war meine letzte Chance.
Aber ich habe nie verloren. Du sollst eine Belohnung haben. Boah, ist das crazy. Bei weitem das schwierigste Puzzleteil bislang im Spiel. Wofür jetzt diese Schuhe hier waren, weiß ich nicht. Vielleicht hätten die mir die Aufgabe leichter gemacht. Gut möglich. Was willst du? Nein? Nein, das machen wir nicht. Lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt noch die letzten 5 Noten suchen. Lass mich einfach in Ruhe. Puh! Also da hatte ich jetzt dann schon mit der Angst zu tun bekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ein Fehler noch und das wäre es gewesen. Ja, die Frage ist jetzt, wo sind die letzten 5 Noten? Die sind mit Sicherheit irgendwo im Sumpf. In einem Gebiet, wo ich mit den Gummistiefeln vielleicht nicht... Oh, hier sind sie. Na dann. Ich wollte schon sagen, in irgendeinem Gebiet, wo ich mit den Gummistiefeln noch nicht hin konnte oder ja, vergessen habe einfach. Egal, auf jeden Fall haben wir sie. Damit ist Welt 4 abgeschlossen und sie war wirklich leicht. Nur das letzte Puzzleteil, das hatte es in sich. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über den Daumen hoch und verpasst nicht den nächsten Part von Banjo-Kazooie. Dann steuern wir auf Welt 5 zu. Bye, bye.